Die nachfolgende Sendung wird produziert mit freundlicher Unterstützung von NSK, dem führenden Hersteller von Wälzlagern, Automobil- und Präzisionskomponenten. NSK, Motion and Control. Und Fekton, Transparenz der Produktkosten im gesamten Produktlebenszyklus. Fekton, aus Kosten werden Chancen. Hallo und herzlich willkommen bei den Autonews. Wir berichten über Aktuelles aus der automobilen Welt. Mein Name ist Anja Nowak. Weltpremiere des Volvo S60 in Genf. Volvo stellt im Vorfeld des Genfer Autosalons sein neues Mittelklasse-Modell S60 vor. Äußerlich präsentiert sich die Limousine in einem sportlichen Design mit keilförmiger Seitenlinie, coupéhafter Dachform und auffällig geformter Front. Als neue Sicherheitseinrichtung gibt es im S60 unter anderem eine Fußgängererkennung. Das System soll bei Geschwindigkeiten bis 35 km pro Stunde Kollisionen mit Fußgängern verhindern können. Zum Produktionsstart wird der S60 zunächst mit 2 Benzinern und 2 Dieselaggregaten angeboten. Die Leistungen liegen zwischen 163 und 304 PS. Innerhalb des ersten Baujahrs folgt zudem eine sogenannte Drive-E-Variante. Mit einem 115 PS starken 1,6 Liter Diesel sollen ein Durchschnittsverbrauch von 4,3 Litern und ein CO2-Ausstoß von weniger als 115 Gramm pro Kilometer ermöglicht werden. Der neue S60 soll im belgischen Gent vom Band laufen. Volvo rechnet mit einer Jahresproduktion von 90.000 Einheiten. Die Markteinführung in Deutschland ist für September geplant. Preise wurden noch nicht genannt. PSA fährt Milliardenverlust ein. Der französische Autokonzern PSA Peugeot Citroën hat das vergangene Jahr mit einem Milliardenverlust abgeschlossen. Der Fehlbetrag belaufe sich auf knapp 1,2 Milliarden Euro, teilte der französische Konzern am Mittwoch in Paris mit. Nach dem Auslaufen der Abwrackprämie erwartet der Konzern im Privatkundengeschäft einen deutlichen Rückgang. Diesen will er unter anderem durch den Verkauf von mehr leichten Nutzfahrzeugen ausgleichen. Ferner will PSA mit neuen Modellen, geringeren Kosten sowie gezielten Verkaufsförderungen gegensteuern. Drechselmeier streicht 350 Stellen. Der Zulieferer Drechselmeier hat einen Stellenabbau in Deutschland angekündigt. Begründet werden die Streichungen mit den nachhaltigen Absatzrückgängen in Westeuropa und den USA. Betroffen sind insbesondere die Unternehmenszentrale in Vilsbiburg mit 300 Stellen sowie der Interieurstandort in Achim mit 50 Stellen. Nach Angaben des Unternehmens soll die Personalreduzierung über einen Zeitraum von 2 Jahren erfolgen. Der Zulieferer will dafür die im Rahmen einer sozialverträglichen Gestaltung zur Verfügung stehenden Instrumente nutzen und hat Verhandlungen mit der Arbeitnehmervertretung aufgenommen. Bereits im vergangenen Jahr hatte die Drechselmeier Group an ihren Auslandsstandorten Stellenstreichungen vorgenommen. Honda ruft Hunderttausende Autos zurück. Nach Toyota muss nun auch Honda weltweit Hunderttausende Fahrzeuge in die Werkstätten zurückbeordern. Insgesamt werden rund 438.000 Autos mehrerer Modellreihen wie Accord und Civic aus den Baujahren 2001 und 2002 zurückgerufen, die meisten davon auf dem für Honda wichtigen US-Markt. Bei den Fahrzeugen müsse der Airbag-Auslöser auf der Fahrerseite ausgetauscht werden, hieß es. Als Folge des Defektes könne der Airbag-Auslöser bei einem Aufprall einen so hohen Druck aufbauen, dass er sein Gehäuse zerbricht und Insassen durch herumfliegende Teile verletzt oder getötet werden können. Bislang sind dem Unternehmen in den USA 12 entsprechende Fälle bekannt. Bei einem sei ein Mensch ums Leben gekommen. Seit November 2008 waren wegen des gleichen technischen Defekts bereits weltweit rund 514.000 Fahrzeuge zurückgerufen und umgerüstet worden. Nach Angaben eines Honda-Sprechers betrifft die aktuelle Rückrufaktion in Deutschland nur 73 Autos, bei denen es sich ausschließlich um Importe für Angehörige der US-Truppen handle. Bei den Civics und Accords für den europäischen Markt seien andere Airbags verbaut worden, versicherte er. Audi mit 39% Absatzplus im Januar.
Im Januar stieg der Absatz der VW-Tochter Audi um 39% im Vergleich zum Vorjahr auf 77.800 Autos. Allein in China verkaufte Audi mit rund 16.800 mehr als doppelt so viele Autos wie vor einem Jahr. In den USA stiegen die Verkäufe um 37,9%. Der Zuwachs im europäischen Ausland lag bei 23%. In Deutschland stieg der Absatz um 9,3% auf rund 11.700 Fahrzeuge. Konkurrent Daimler konnte ebenfalls im Januar seinen Absatz steigern und erzielte mit dessen Kernmarke Mercedes-Benz ein Plus von 24%. Und auch die BMW Group lieferte insgesamt weltweit 82.120 Fahrzeuge der Marken BMW, Mini und Rolls-Royce aus, was einem Zuwachs von 16,6% entspricht. Das waren sie, die Autonews, für dieses Mal. Danke fürs Zusehen. Bis bald und tschüss.